Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um einen Bug in Gran Turismo 5, welcher wie folgt ausschaut. Was ihr hier bestaunen dürft, sind nicht meine schlechten Fahrkünste, nein, auch meine Haustierchen haben mir nicht den Controller entführt, es handelt sich um einen Spielfehler. Dieser Fehler trat in meinem Fall bei der Wiederaufnahme eines Ausdauerrennens auf. Da beschloss die KI, statt in die Boxengasse zu fahren, einfach mal selbst das Steuer in die Hand zu nehmen und sein eigenes Rennen zu fahren. Doch wie ihr seht, sie ist nicht gänzlich gut dabei, sie fährt permanent gegen die Boxengassenwand. Und nach einiger Zeit verließ unser Autopilot dann doch die Boxengassenwand und fuhr das Rennen normal weiter. Doch halt, stopp, eigentlich wollten wir doch dieses Rennen fahren und nicht irgendein Autopilot. Doch geben wir unserem virtuellen Freund mal eine Chance, vielleicht möchte er seinen Fehler vom Anfang einfach nur wieder gut machen und jetzt in die Boxengasse fahren. Aber unser Autopilot scheint seine Brille vergessen zu haben und fährt links an der Boxengasse vorbei weiter sein eigenes Rennen. Auch zwei Runden später, keine Besserung in Sicht. Jetzt verlor ich so langsam die Hoffnung, dass unser virtueller Freund das Steuer nochmal so schnell hergeben würde. Doch halt, irgendwann ist der Tank leer, entweder fährt er an die Box oder er bleibt stehen. Und eine Runde später war das auch schon der Fall. Die Tachonadel zeigte nur noch 80 an und der Tank war komplett leer. Wenn unser virtueller Virtuose jetzt nicht an die Box fahren würde, würde ihn das böse Ende eines stehenbleibenden Fahrzeugs erwarten. Doch drei Runden später schien mir die Bezeichnung des Autopiloten gänzlich falsch gewählt gewesen zu sein, denn hier war ein Magier am Werk. Nein, hier ist ein Magier am Werk, denn der Tank ist leer, doch das Auto fährt immer weiter und weiter, so dass ich zur Annahme kam, dass im Motor wohl Feen sind und vorne unsichtbare 80 Ponys an diesem Gefährt nun ziehen. Und auch wenn man sich diesen Fehler zunutze machen möchte, es bringt uns einfach nichts. 80 km/h sind definitiv zu langsam. Das würde so viel bringen, wie ein Mann, der 20 Frauen vor einem Schuhgeschäft versucht abzuhalten, dort die neuesten Schuhe zu kaufen. Mal ganz im Ernst, es handelt sich hier um einen dicken Spielfehler. Wer der Annahme ist, dass ich hier ein Video aus dem B-Space-Modus zeige, den muss ich leider enttäuschen, denn dann befände sich unten noch ein weiteres Menü, und rechts steht nicht mein Nickname. Dieses Problem behebt sich leider nur, indem man das Rennen komplett neu startet. Das heißt, alle eure erfahrenen Minuten sowie Runden sind für die sprichwörtliche Katz. Auch wenn es sich in meinem Fall nur um 43 Minuten handelt, ist es bei einem 24-Stunden-Rennen definitiv ein Hammer. Denn gerade wenn man so viel Zeit investiert hat und leider immer nur wenig Zeit zur Verfügung hat, ist es für eure Nerven und für euren Spielspaß definitiv ein No-Go. Daher bitte ich euch, wenn bei euch auch dieser Fehler besteht, dies bitte in einem offiziellen Gran Turismo 5 Forum zu melden oder direkt an Polyphony eine E-Mail zu schreiben, damit die Leute vor Ort direkt von diesem Problem erfahren und dann daran arbeiten können, um es beim nächsten Update auszumerzen. Ergänzend möchte ich erwähnen, dass das System mehrfach neu gestartet wurde, doch derselbe Fehler blieb gleich. Für weitere Infos zu Gran Turismo 5 oder anderen Spielen besucht uns doch auf www.chatikiblog.de.